Hallo liebe Piloten und herzlich willkommen zur Terminator Rewatch-Reihe. Letztes Mal habe ich ja über den Klassiker von James Cameron gesprochen, The Terminator von 1984. Ja, es war 84, ich weiß auch nicht, ich habe 84 sogar eingeblendet und 87 gesagt. Mein Zahlengedächtnis, es tut mir fürchterlich leid. Aber heute spreche ich über ein Meisterwerk, über ein Action-Meisterwerk und über auch so ein Prototyp, wie man ein Sequel macht. Denn viele Sequels da draußen, nein, einfach nein. Aber das ist für mich so ein Paradebeispiel. Das ist Empire Strikes Back und Terminator 2 Judgment Day. Ein absolut interessanter, faszinierender, zeitloser Klassiker, den ich jetzt wirklich nochmal geguckt habe. Ich weiß nicht, wie häufig ich ihn schon geguckt habe, aber ich habe mich auch wirklich gefreut auf den Rewatch, weil ich dann über diesen Film reden konnte, obwohl The Terminator ist auch ein absoluter Klassiker und Meisterwerk. Wie gesagt, es gibt zwei sehr tolle Filme in diesem Rewatch und ein paar andere. Ganz egal, wie immer, ja, hier würdest du spoilern kommen, was das gesamte Terminator-Franchise angeht. Bitte, bitte sei ich das bewusst. Und alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Damit wurden fast alle Disclaimer disclaimed. Bevor wir mit dem Rewatch loslegen, geht noch ein dickes Shoutout an den Sponsor dieses Videos raus. Manscaped, denn auch im neuen Jahr sollte man sich untenrum pflegen. Kyle Reese, ich muss dir was sagen, ganz allein und nackig durch L.A. latschen, das kann hässlich werden. Erst recht, wenn du überall anfängst zu wuchern. Manscaped ist die beste Quelle für Produkte, wenn es um die Männerpflege geht. Und gibt dir auch das Selbstgefühl zurück, das du gerade jetzt brauchst. Das Performance Package 4.0 enthält einen Lawnmower 4.0 Trimmer, den du ungewaschener Nackedei echt brauchst. Außerdem ist ein 2-in-1 Shampoo und Conditioner enthalten, falls du dir mal wieder die Haare lang wachsen lassen möchtest. Ich habe dich in der Zukunft gesehen. Ein Body Wash, ein Deodorant sowie die Crop Preserver in Team Deo Lotion gibt es ebenfalls. Und sind wir mal ehrlich, die brauchst du, denn pfui, muss das alles bei dir untenrum riechen. Und natürlich sind auch der Crop Reviver in Team Toner, die Magic Matte Papierrasierunterlagen und ein paar Boxershorts mit im Paket. Deine Hosen sehen nicht gerade gemütlich aus, aber hey, du hast sie auch einem Obdachlosen geklaut. Sowie ein Kulturbeutel, in dem du alles aufbewahren kannst. Der Lawnmower 4.0 ist der beste Trimmer, wenn es um Intimpflege geht. Und definitiv sicherer als ein Kriegsmesser, mit dem du dir versehentlich deine Soldaten abschneiden kannst, wenn du verstehst, was ich meine. Die hochmoderne Keramikklinge hilft, derartige Verletzungen zu mindern. Abgesehen davon ist der Lawnmower 4.0 wasserdicht. Die Crop Preserver Intim Deo Lotion sowie das Crop Reviver Intim Spray wird deine Pflege in den schwülen Straßen von Los Angeles derartig revolutionieren, dass sich dein Gewehr bei dir bedanken wird, wenn du verstehst, was ich meine. I don't know. Daher hör auf, den Kopf hängen zu lassen und kümmere dich um dich selbst. Gehe auf www.manscaped.com/moviepilot und erhalte 20% Rabatt mit dem Code MOVIEPILOT plus kostenlosen Versand. So, jetzt wo Kyle Reese wieder haarfrei ist, auf zum Rewatch. Okay, letzte Woche war es soweit. Ich habe über den zeitlosen Klassiker The Terminator gesprochen. Und es war ein Film, der ein Budget hatte von 6 Millionen Dollar. Und Woche für Woche für Woche hatte das Boxoffice dominiert. Und Fans des Films, es ist ganz spannend, es hat sich sehr schnell eine gigantische Fanbase rund um diesen kleinen, feinen Film entwickelt. Und die haben ein Sequel verlangt. Sie haben gesagt, das kann so nicht enden, weil der erste Film endet ja nicht mal richtig auf einer hoffnungsvollen Note. Ich meine, Sarah weiß, was passieren wird. Sie hat diesen Angriff überlebt. Aber wir haben gesehen, wie die Zukunft aussehen wird. Das heißt, ist die Menschheit immer noch verdammt? Wird Judgment Day eintreten und so weiter und so fort? So kann man die Reihe doch nicht enden lassen. Und genau deswegen dachte sich James Cameron, ich mache ein Sequel. Der Unterschied zu James Cameron und sehr vielen anderen da draußen ist folgender. Wenn er ein Sequel macht, nimmt er sich Zeit. Nimmt er sich wirklich Zeit und überlegt, wie kann ich meinen Fans etwas bieten, was sie noch nie zuvor gesehen haben? Entweder technologisch, meistens technologisch, visuell gesehen. Ich will jedes Mal in der Lage sein, sie komplett wegzupusten. Und genau das ist ihm gelungen mit Terminator 2. Terminator 2 ist für mich, gerade wenn es um die praktischen Effekte und die Standarbeit geht, ein Meisterwerk. Es ist einer, wenn nicht der beste Actionfilm aller Zeiten. Für mich die einzige Konkurrenz ist Die Hard, wirklich. Vielleicht noch Predator, aber das ist tatsächlich ein derartig unfassbarer Film, der so gut gealtert ist, dass ich weiß, ich werde es jetzt wieder in den Kommentaren kriegen, aber es ist mir mittlerweile auch scheißegal,
Wenn man das vergleicht mit dem, was wir heutzutage kriegen, gerade im Marvel-Bereich, dann ist das peinlich. In Avengers Endgame gibt es eine Sequenz, wo dieses Zeitreisekonzept ausgetestet wird. Und nicht mal die Lagerhalle, in der die stehen, ist echt. Und es sieht halt auch aus wie so ein Greenscreen-Hintergrund. Fun Fact, ich stehe auch gerade vor einem Greenscreen. Ja, das ist nicht echt. Aber James Cameron lebt dafür, den Leuten etwas zu geben, was sich echt anfühlt. Und deswegen hat er gesagt, ich gebe euch einen unfassbaren Film. Das Budget war um einiges höher und der Film hat erneut Filmgeschichte geschrieben, das Kino dominiert, alle Box-Office-Rekorde gebrochen. Und Arnie hatte danach ein ganz, ganz anderes Image nach diesem Film. Okay, für alle da draußen, die den Plot von Terminator 2 nicht kennen, jetzt geht's los, okay? Ich habe euch bereits gewarnt mit der Spoilerwarnung. Der Film spielt tatsächlich 7 Jahre nach den Ereignissen von Terminator 1. Obwohl, nein, das tut er nur in unserer Zeit, weil er 7 Jahre später rausgekommen ist. Ich glaube, im Gesamten sollen es so 11 Jahre sein, weil John Connor ist, glaube ich, 10 oder 11 Jahre alt. Aber ja, wir fangen direkt an mit dieser Dystopie, die wir ja schon gesehen haben in Terminator 1. Aber erneut, bessere Effekte, meine Fresse. Wir sehen zig T-800s, aber ohne dieses Living Tissue of an Endoskeleton. Wir sehen einfach nur das Endoskelett und wir sehen dieses Kriegsszenario. Und generell, diese Eröffnungssequenz allein ist unfassbar, was dort gebaut wurde an Schiffen, an Cyborgs tatsächlich. Ich liebe diese Welt und tatsächlich diese Dystopie, wie sie eingefangen wird in Terminator 1 und Terminator 2, konnten die auch nie wieder so perfekt einfangen. Ich meine, wir haben einen ganzen Film, zu dem komme ich noch, Terminator 4, der spielt in dieser Zukunft. Da sieht die nicht so düster aus wie in diesen beiden Filmen, weil das kann James Cameron. Er zeigt dir dieses fürchterliche Szenario aus einem bestimmten Grund, weil dann weißt du, dafür kämpfen wir. Wir kämpfen dafür, um genau das zu verhindern. Und wir sehen das erste Mal den erwachsenen John Connor. Er sieht einfach aus wie der krasseste Badass mit so einer fetten Narbe. Und Sarah Connor ist erneut Voiceover. Das heißt, sie erzählt den Film und sagt, 1997, ich meine, wir hatten Glück, bei uns ist es nicht passiert, kam der Judgment Day, es gab einen nuklearen Fallout und ja, aus der Asche der Welt sind die Maschinen emporgestiegen und haben einen Krieg geführt gegen die überlebenden Menschen. Ihr Sohn John Connor führt die Resistance an und die Maschinen haben einen Terminator zurück in die Zeit geschickt, ins Jahr 84, um sie zu töten, bevor John geboren wurde. Aber sie hatten einen Failsafe. Sollte das nicht klappen, haben sie noch einen zweiten Terminator zurückgeschickt und zwar zu der Zeit, als John noch ein kleiner Junge war. Aber erneut hat die Resistance einen einsamen Beschützer zurückgeschickt. Und wir wissen nicht mal, wer gemeint ist. Es sei mal, hat die Trailer geguckt. Ich muss sagen, Terminator-Trailer sind kacke. Sind wirklich kacke, weil sie verraten einem viel zu viel. Die spoilern immer viel zu viel. Darüber werde ich erst recht reden, wenn wir zu Terminator Genesis kommen. Aber eigentlich ist das hier der schlimmste Trailer ever, weil er einem einen der wichtigsten Plotpoints schon direkt spoilert, was ich sehr schade finde. Ja, und dann haben wir die epische Version des Terminator-Themes. Diese Mucke und diese Bilder dazu, wo wir einfach Spielplätze sehen, die in den nuklearen Flammen aufgehen und so weiter. Und dann sehen wir da dieses Endoskelett, das schon geradezu grinst, wie es aus dem Feuer kommt. Und wir wissen, okay, Mann, wir sind am Start. Das ist Terminator in episch. Das ist Terminator, wenn es nicht mehr Grindhouse Trashy Horror ist, obwohl ich liebe ja den, das ist gar keine Beschwerde. Ich liebe den Grindhouse Trashy Horror Aspekt des ersten Films, aber das ist ein Action-Epos. Okay, und erneut, wir verschwenden gar keine Zeit. Wir sehen erneut diese Blitze und ein Terminator kommt an in der Gegenwart, in der damaligen Gegenwart, ist ja nicht mehr unsere Gegenwart, und es ist Arnie. Und das Spannende ist, der Film ist so gut geschrieben und hat eine derartig unfassbar geile Regie, dass man denkt, Arnie ist wieder der Bad Guy. Und er kommt an und geht erneut in so eine Bar. Und das Coole ist, er ist erneut komplett nackt. Und ich liebe diese kleinen Details in dem Film. Jeder reagiert anders drauf. Manche gucken ihn an, so nach dem Motto, was bist du denn für ein Weirdo, dass du hier nackt reinläufst. Andere, gerade die Ladies, gucken ihn an und denken, hübscher Mann. Und direkt sucht er sich so einen Biker und merkt, okay, das ist ein perfektes Match, meine Größe und so weiter. Und dann kommt es natürlich. I want your boots, your clothes and your motorcycle. In diesem Film hat Arnie wesentlich, wesentlich mehr Dialog. Ich muss sagen, ich mochte Arnie im ersten Film mehr, weil da war er so verflucht bedrohlich. Aber erneut als Kind, als ich Terminator 2 gesehen habe,
Habe ich das noch nicht abgekauft? Ich habe immer noch Schiss vor Arnie gehabt. Ich weiß, es gibt noch einen zweiten Zeitreisenden, aber ich hatte wieder Angst vor Arnie. Und er legt sich dann mit diesen Leuten an und bestiehlt die. Er klaut ihnen die Klamotten. Er nimmt sich sogar eine Sonnenbrille, wenn dann Bad to the Bone kommt. Unfassbar geile Sequenz. Fährt auf dem Motorrad los, hat sogar eine Shotgun. Und du, okay, Arnie ist back in business. Sucht er jetzt John Connor und probiert ihn zu erschießen? Keine Ahnung. Dann sehen wir einen zweiten Zeitreisenden, der wesentlich menschlicher wirkt, auch wesentlich schlaksiger. So im Grunde genommen Kyle Reese 2.0. Und der knockt so einen Polizisten aus. Wir sehen auch gar nicht, bringt er den um, bringt er ihn nicht um. Aber auf einmal hat er seine Klamotten. Und erst später ergibt das so wirklich Sinn. Er hat ihn angefasst und deswegen konnte er die Klamotten nachahmen. Aber es ist ja auch ein Terminator. Und das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er nimmt sich nämlich in den Polizeiwagen und sucht in der Statistik nach der kriminellen Akte von John Connor, um ihn ausfindig zu machen. Dann haben wir tatsächlich John. Und John wird gespielt von Edward Furlong, einer der besten Kinderdarsteller aller Zeiten. Es ist eine Tragödie, was aus ihm geworden ist, weil er hatte so eine unfassbare Karriere vor sich und er war so gut in Terminator 2 und er war auch so gut in American History X, dass es einfach sehr schade ist, was aus ihm geworden ist. Aber er wohnt nicht mit seiner Mom Sarah. Er wohnt bei Pflegeeltern und mit denen kommt er nicht klar. Und er ist so ein 90s-Kid, aber er rockt es. Er benimmt sich wirklich wie ein Kind. Heutzutage, sehr häufig kann Hollywood keine Kinderrollen schreiben, weil sie schreiben sie aus der Perspektive von Erwachsenen. Dieser Junge flucht sehr viel, er fühlt sich missverstanden. Gleichzeitig hat er auch noch diese kindliche Unschuld und diesen Spaß in sich. Und das ist eine echt dreidimensionale Kinderfigur. Und ich finde das sehr, 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 sehr stark. Und er hat einen besten Freund und er klaut Geld. Easy money. Und er hält nichts von seiner Mom. Er erzählt ihm zumindest, ja, sie ist verrückt und sie ist in einer Klapse und will nichts mit ihr zu tun haben. Zumindest wirkt es so. Aber das ist alles nur ein Selbstschutzmechanismus. Denn in Wirklichkeit vermisst er seine Mutter wie verrückt. Und ja, so verbringt er seine Zeit. Schule schwänzen, er ist so ein Lost Kid tatsächlich. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und dann machen wir weiter und sehen Sarah Connor. Und Sarah Connor, Linda Hamilton, ist so verflucht gut in diesem Film. So verflucht gut in diesem Film. Und sie ist nicht mehr die gleiche, die sie war. Nach dem, was sie erlebt hat, kann sie nicht mehr die gleiche sein. Und sie ist jetzt tatsächlich in der Irrenanstalt. Sie wurde gefangen genommen, ähnlich wie Kyle Reese im ersten Teil, in den Deleted Scenes. In Director's Cut erscheint ihr sogar Kyle Reese im Traum. Was ganz toll ist, dass Michael Biehn nochmal mitspielt und sie ihn immer noch über alles liebt. Und sie weiß ganz genau, ihr ganzes Leben, das wird nur noch einer einzigen Sache gewidmet. Ihren Sohn zu schützen und zu probieren, diese Zukunft zu verhindern. Aber Dr. Silberman, der schon im ersten Teil gesagt hat, er könnte eine Karriere machen aus Leuten wie Kyle Reese, hat eine Karriere gemacht aus Leuten wie Kyle Reese, denn er hat jetzt tatsächlich so ein ganzes Staff, so ein ganzes Team, die Sarah Connor analysieren und sie probiert auch regelmäßig zu fliehen und man sieht, sie ist badass geworden. Sie ist nicht mehr, ich bin nichts Besonderes, sie ist tough. Mann, sie könnte mir den Arsch versohlen. Und erneut, so schreibt man starke Figuren. Heutzutage gibt es ja häufig diesen Push, dass man mehr starke weibliche Figuren im Vordergrund haben muss. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mir so eine Scheiße angucke wie Captain Marvel, das ist keine interessante Figur. Das ist keine dreidimensionale Figur. Die ist halt da, ist halt super stark und das ist alles. Sie hat keine Schwächen, sie hat keine Motivation, sie existiert einfach nur. Sarah Connor ist komplex und jeder, wirklich jeder kann sich mit ihr identifizieren. Auf der einen Seite ist sie sehr verletzlich und sehr verwundbar, weil die Liebe ihres Lebens war ein Mann aus der Zukunft und den hat sie verloren. Sie hat ein Kind, weiß ganz genau, dieses Kind wird großgezogen werden müssen als Kindersoldat, obwohl sie ihm ja auch die mütterliche Liebe geben möchte. Aber er ist zu wichtig, weil die ganze Zukunft hängt davon ab. Sie ist die Einzige, die weiß, was die Zukunft bringt und niemand glaubt ihr. Sie probiert es zu verhindern, was sie auch zu einer Heldin macht und auch physisch. Meine Fresse, hat Linda Hamilton für diesen Film trainiert. Ich meine, ich kaufe ihr das zu 100.000% ab, dass sie badass ist. Ich hinterfrage es nicht mehr. Wenn ich der auf der Straße begegnen würde und sie sich mit mir anlegen würde, würde ich sagen, okay, Mädel, lass mich in Ruhe. Ich will mich nicht mit dir prügeln, du machst mich fertig. So gut ist sie in der Rolle. Und wenn man überlegt, wie gut sie die schüchterne Kellnerin gespielt hat im ersten Teil und dieser Sprung dahin, das ist eine ganz, 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 ganz tolle Charakterentwicklung. Deswegen nichts als Liebe und Lob für Linda Hamilton. Und ich werde auch über Sarah Connor sehr viel in diesem Film sprechen, denn die machen was mit ihrer Figur, was so verflucht clever ist. Deswegen, Terminator 2 ist mehr als nur ein
plumper Actionfilm. Was sie mit den Charakteren machen, ist deep. Und ist wirklich deep. Und ich liebe alles daran. Was mich umso wütender macht, wie später mit Sarah Connor umgegangen wird im Rest der Reihe. Damit möchte ich mich heute nicht auseinandersetzen. Aber ja, sie ist absolut badass. Sie wird sogar tatsächlich belästigt von einem dieser Wärter und so weiter. Und sie lässt es über sich ergehen, weil sie schon immer 3 Schritte vorausdenkt. Das bedeutet, sie reagiert jetzt nicht, aber klaut ihm eventuell was, damit sie ausbrechen kann. Und erneut, im ersten Teil hat ja Kyle Reese schon probiert, den Psychiatern zu sagen, ich bin nicht verrückt, ich komme aus der Zukunft und dir alles klar. Du bist sowas von verrückt. Und Sarah ist sehr gut daran, sich anzupassen an ihr Umfeld. Das bedeutet, sie guckt Dr. Silberman an und sagt, ja, das sind alles nur Psychosen gewesen, ich habe mir das nur eingebildet und wenn ich einen Terminator tatsächlich mit so einer hydraulischen Presse platt gemacht hätte, müsste es dafür nicht irgendwie Beweise geben. Ich will meinen Sohn sehen. Ich habe das Gefühl, ich habe mich wirklich gebessert. Könnte ich eventuell aus diesem Hochsicherheitstrakt wieder rauskommen? Das ist clever, weil natürlich lügt sie ihn gerade an, aber es bringt nichts, mit ihm zu verhandeln und ihr das zu erzählen, was er ganz klar für Psychosen hält. Aber er ist halt auch clever und sagt, Sarah, ich glaub dir das nicht. Ich glaub schon, dass du diesen ganzen Quatsch glaubst und du willst es nur nutzen, um wieder ausbrechen zu können. Und dieser Battle zwischen den beiden auf psychologischer Ebene und wenn sie dann ihre Wutausbrüche hat, das ist einfach nur toll. Erneut, Sarah Connor, ich glaube, das ist ein kleiner Kulturschock, wenn man sie gesehen hat in Teil 1, aber es ist eine organische Entwicklung. Es ist keine Entwicklung, die aus dem Nichts kommt. Es ergibt total Sinn. Ja, und dann machen wir weiter mit John, der so seinen Ferris Bueller-Tag hat. Er schwänzt natürlich Schule. Und parallel haben wir dann diesen Cop-Charakter, der sich ja später als T-1000 herausstellt. Der besucht diese Pflegeeltern von John und fragt, ja, ich suche John Connor und er wirkt so fucking menschlich. Er kann sogar lächeln und es wirkt sehr, sehr organisch. Robert Patrick war wirklich super, super, super in dieser Rolle. Und die, oh Gott, was hat er jetzt schon wieder gemacht? So, ach, ich muss ihm nur ein paar Fragen stellen. Habt ihr vielleicht ein Foto von ihm? So clever, weil dann weiß er, wie er aussieht und kann ihn viel besser jagen. Kriegt das Foto und die, davor war schon so ein seltsamer Typ da in der Lederjacke. Sollten wir uns Gedanken machen? So, nein, 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 ich würde mir um den gar keine Gedanken machen. Vielen Dank für Ihre Kooperation. So geil, dass ausgerechnet der Typ auch noch Cop-Klamotten trägt und aussieht wie unser Good Guy, wenn wir dann diesen Twist haben. Er fährt los und jagt nach John. Parallel sehen wir Arnie auf seinem Motorrad wirklich im Kill-Modus. Zumindest sieht es so aus, wie er John entdeckt. Und die beiden folgen ihm in so eine Spielhalle. Tatsächlich rennt John weg vor diesem Cop, weil er denkt, der Cop will ihn verhaften. Sieht dann Arnie mit seinem Gewehr, das er erstmal tarnt hinter einem Blumenstrauß, was ich auch geil finde. Und denkt sich, oh Gott, ich bin einfach nur fucked. Und dann kommt der genialste Twist des Films. Fast ist John Connor davor, dem Polizisten in die Arme zu rennen, als Arnie sagt, get down. Und John duckt sich tatsächlich und Arnie schießt auf den Polizisten. Und wir sehen, das ist kein Polizist. Das ist ein Terminator. Das ist ein böser Terminator. Das ist ein hochentwickelter Terminator, der T-1000. Und jetzt muss ich über die praktischen Effekte sprechen. Denn jedes Mal, wenn auf ihn geschossen wird und wir da dieses geschmolzene Metall sehen, diese Flecke, das ist echt. Das ist kein Computer. Die haben wirklich Computereffekte immer nur benutzt, um Sachen zu reparieren. Wenn was kaputt gemacht wird, ging es wirklich kaputt oder hat geile Masken benutzt. Ein paar der besten praktischen Effekte, die ich je gesehen habe. Und es ist so krass. Arnie ist also der Beschützer. Und wenn er und der T-1000 sich kurz kloppen, ist es auch tatsächlich, erneut überraschend, gut gespielt von Arnie. Weil der T-1000 grapscht sich seine Waffe und Arnie guckt so nach dem Motto, dass er gerade eigentlich nicht versteht, was passiert. Weil als T-800 ist er es gewohnt, dass niemand eine Gefahr für ihn ist. Aber er kämpft gerade nicht gegen einen Menschen, der einfach nur ein Ziel ist, wo er sagt, Sarah Connor, puff, puff, puff. Nein, er kämpft gegen etwas, was weiterentwickelt ist als er. Aber das gibt dem ganzen Film eine ganz andere Dynamik. Erstens, Terminator vs. Terminator. Zweitens, es ist nicht mehr so wie mit Kyle Reese. Mit Kyle Reese konntest du nur rennen. Ja, der T-800 wird zwar auch häufig wegrennen müssen vor diesem Wesen, aber er ist wie ein Panzer, er ist wie eine Waffe, die man dazwischen werfen kann. Und du kannst auf Arnie 20.000 Mal schießen und das ist ihm scheißegal. Das gibt ja nochmal eine ganz andere Dynamik. Deswegen ist halt auch Terminator 1 eher ein Sci-Fi-Horrorfilm und Terminator 2 ein Sci-Fi-Actionfilm. Und dann kommt's. John Connor
haut tatsächlich ab auf so einem kleinen Bike, nachdem der T-800 kurz außer Gefecht gesetzt wurde. Und Robert Patrick hat seine ikonische Rennsequenz, die heutzutage getoppt wird, nur von Tom Cruise. Anscheinend hat er so krass für den Film trainiert, dass er so schnell war, dass er John tatsächlich immer eingeholt hat, obwohl er auf dem Bike war. Und dann jagt er ihm mit einem LKW hinterher. Das ist alles echt, was wir sehen, okay? Darüber sprechen wir definitiv nochmal bei Terminator Dark Fate, wo nichts echt war. Meine Fresse, er jagt ihm da hinterher. Der T-800 kommt dann auf seinem Bike, hat eine Wumme, also diese Shotgun, schießt regelmäßig auf den LKW, springt runter mit seinem Motorrad, schnappt sich John, rettet ihn und dann kommt es zu einer gigantischen Explosion, wo der LKW erst die Brücke runterknallt und dann tatsächlich explodiert. Und alles davon ist echt. Die haben echt Autos in die Luft fliegen lassen. Man sieht in sehr vielen Sequenzen, dass Arnie nicht wirklich Arnie ist, sondern dass es nur ein Stuntman war und auch bei John Connor. Das sind die einzigen Sachen, die man halt sieht, aber es stört mich nicht so krass, weil es mir trotzdem zeigt, oh mein Gott, ihr habt gerade wirklich Sachen in die Luft gejagt. Wie krass ist das bitte? Wie krass ist das bitte? Ich liebe es. Ich liebe alles daran. Der CGI-Effekt ist dann, wenn der T-1000 aus den Flammen rauskommt und so ein CGI-Mannequin ist. Aber bis dato, unfassbar. Ich kann nicht. Also dieser Film ist so, hält sich so gut. Und Fun Fact, einer der Lieblingsfilme von meiner Mom. Ja, wirklich. Kein Scheiß. Ich denke mir das nicht aus. Ja, und dann erzählt der T-800 John überhaupt erst alles. Er sagt ihm, by the way, das wollte ich gerade noch erwähnen, bei dieser Szene, wo der Truck runterknallt über diese Brücke, angeblich wollte kein Kameramann diesen Shot tatsächlich filmen, weil er Angst hatte, irgendwie getroffen zu werden von Steinen oder so weiter oder von der kaputten Brücke, weswegen James Cameron selbst die Kamera in die Hand genommen hat und gesagt, ich filme das, ich will diesen Shot haben, und er hat ihn gekriegt. Das ist Wahnsinn, das ist Dedication, das ist halt der Maestro des Action-Kinos, kann man nicht anders sagen. Und dann kommt's, John Connor sieht, okay, Timeout, und Arnie stoppt tatsächlich und er, okay, du bist ein Terminator, meine Mama ist nicht verrückt. Und ich habe schon gecheckt, dass du nicht hier bist, um mich zu töten, aber was ist dein Job? My mission is to protect you. Dann, aber du blutest. This is just living tissue of an endoskeleton. I was sent here from the future. Who sent you? You did. Ja, richtig. John Connor in der Zukunft hat einen Terminator umprogrammiert, um sich in der Vergangenheit zu schützen vor dem T-1000. Und das Geile ist dann halt auch, dass der Terminator tut, was John sagt. Und er testet es halt auch. Und ein Kind würde genau das machen. Also, Gott, ich habe einen Terminator, der macht, was ich sage. Wie toll ist das denn bitte? Und dann sagt er, steh auf einem Bein. Er steht auf einem Bein. Und dann sind da irgendwelche Leute, die ihn ärgern. Und der Terminator ist kurz davor, die umzubringen. Und das ist einfach die Szene. You can't just go around killing people. Why? You just can't. Why? Er checkt es nicht. You were gonna kill that guy. Of course, I'm a Terminator. Ah ja, großartigsten Dialoge ever. Und ja, er will tatsächlich seine Pflegeeltern warnen, obwohl er die nicht mal mag. Übrigens, der Vater ist Gregory aus The Walking Dead und die Mom ist Wes Cass aus Aliens. Und ja, die Mom ist schon tot und ist der T-1000, denn sobald er jemanden anfasst, kann er den komplett nachmachen, wie so ein Shapeshifter, und kann seine Hände auch zu Stichwaffen machen. Und er heilt halt ganz anders als so ein T-800, weil wenn du den wirklich kaputt machst, das Endoskelett ist ja kaputt. Aber wie macht man diesen Typen überhaupt kaputt? Man weiß es nicht, weil der setzt sich immer wieder neu zusammen, und wie er dann den Pflegevater umbringt. Und im Director's Cut merkt man noch, dass ein Hund die ganze Zeit bellt. Er geht raus und bringt den Hund um, was ein Callback ist zu Terminator 1. Da haben wir erfahren, dass Hunde sehr schnell den Unterschied erkennen zwischen Mensch und Terminator. Deswegen tut er das, was ich auch einen spannenden Einfall finde. Und ja, Arnie verstellt seine Stimme am Telefon, tut so, als wäre er John, und sagt ihm direkt, Your foster parents are dead. Und John hat nur einen Wunsch. Wir müssen jetzt meine Mutter rausholen aus der Anstalt, weil sie ist in Gefahr. Negative, the T-1000 has the same memory bank I have. I would go there too. Don't do it. Don't do it. Aber ja, John bringt ihn halt dazu, da reinzukommen. Und das Tolle ist, er hat ihm ja gesagt, dass er niemanden töten soll. Aber er kommt da rein, schießt direkt auf den Wächter. Und John, hey! He lives. Weil er ihm nur ins Bein geschossen hat. Und der T-1000 bricht bereits in die Anstalt ein, killt tatsächlich erneut einen Gremlins-Darsteller. Im ersten Teil war es ja Mr. Futterman. Jetzt ist es der Typ, wo es diese Zwillinge oder Klone gab in Gremlins 2, und erneut, das waren zwei Schauspieler, das sind im wahren Leben Zwillinge, und der T-1000 verwandelt sich in ihn und bringt ihn um, indem er ihn den Finger ins Auge drückt.
Ziemlich fiese Szene. Und Sarah gelingt die Flucht und sie prügelt auch auf ihren Peiniger ein, weil sie einfach verflucht badass ist, was großartig ist. Bedroht Mr. Silverman, bricht ihm die Hand, sagt, es gibt so viele Knochen im menschlichen Körper. Ich hab dir erst eingebrochen. Erneut, Sarah, go Sarah. Und ihr gelingt die Flucht und gerade, als sie schon mitbekommen hat, dass erneut ein Terminator da ist, weil Silverman hat ihr Fotos gezeigt. Diese Bilder sind von 84, siehst du, Arnie, und die wurden heute in der Mall aufgenommen. Und sie, ich muss meinen Sohn sehen, oh mein Gott, geht der Fahrstuhl auf. Sie sieht Arnie erneut in der ganzen Kluft. Sie fängt einfach an zu schreien, rennt weg, wird dann tatsächlich von diesen Pflegekräften wieder überwältigt und Arnie haut die alle zu Brei. Bückt sich runter und sagt, come with me if you want to live. Und das muss halt für sie der krasseste Schockmoment ihres gesamten Lebens sein. Sie wird gerade konfrontiert mit ihrem lebendig gewordenen Trauma. Ein T-800 ist wieder da, sieht genauso aus wie der Typ, der sie umbringen wollte, der Kyle Reese umgebracht hat. Und dann benutzt er den Satz von Kyle Reese, den Mann, den sie über alles liebt, der sie überhaupt da reingezogen hat. Come with me if you want to live. Das ist so gut geschrieben, ich kann es nicht anders sagen. Und sie checkt sehr schnell, okay, also er ist hier, um mich zu beschützen und um meinen Sohn zu beschützen. Und dann sieht man den T-1000, wenn er durch diese Gitterstäbe geht. Ich finde es geil, dass Dr. Silverman einfach nicht klarkommt. Es gibt so eine Szene, wo einfach noch, und ihm fällt was aus dem Mund. Also ja, richtig, richtig, du hast dich geirrt, du hast Sarah für verrückt erklärt und Kyle für verrückt erklärt. Wer ist jetzt verrückt, ne? Und die Shootout-Sequenzen, unfassbar, wenn Robert Patrick nicht aufhört zu rennen. Erneut gleich die nächste geile Verfolgungsjagd. Und das Besondere an dem Film ist, Sarah ist saukalt in diesem Film. Sie ist sau distanziert, weil sie hat nur noch eine Mission. Zukunft, Zukunft darf nicht so im Arsch sein. Es gibt später sogar diese Szene, wo sie den Albtraum hat, wo alles aufgeht in den nuklearen Flammen und sie verbrennt bei lebendigem Leibe. Das ist eine Szene, die wir nicht mal brauchen, aber sie ist so gut dafür, das Gewicht der Situation. Und im Gegenzug dazu lernt Arnie immer mehr menschlich zu sein. Ich meine, John freut sich, seine Mama zu sehen und sie sagt, du bist so blöd, du hättest mich nicht retten müssen, du bist so viel wichtiger für die Zukunft. Und er fängt an zu heulen und dann, what's going on with your eyes? Und er checkt halt nicht, was Weinen ist. Und dann verstecken die sich irgendwo an der Grenze zu Mexiko, wo Sarah so ihre Kontakte hat. Und Arnie lernt halt mehr von John, wie man sich benimmt als Mensch. Er bringt ihm so ein paar Catchphrases bei, wie Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Oder shut up, dickwad. Und er probiert sogar zu lächeln und er sieht ein Baby. Das ist ziemlich, ziemlich cool. So allmählich, klar, im Director's Cut ist es noch besser, weil da gehen sie tatsächlich in sein Terminator-Gehirn rein und basteln da ein bisschen rum, damit er noch schneller lernt, wie es ist, menschlich zu sein. Und Sarah will diesen Chip auch direkt zerstören, weil sie ihm noch nicht traut. Als Kind, ich traue ihm auch nicht. Ich habe immer noch Schiss vor ihm, wegen Teil 1. Aber wahnsinnig geile Szene. Und dann ist der Punkt, wo Sarahs Entwicklung so geil wird, weil während Arnie halt zig Waffen sich holt und sich bereit macht für die Konfrontation, weil der T-1000 wird sie ja eh finden, egal was passiert, hat Sarah halt diesen Albtraum von diesem nuklearen Fallout und kriegt mit, dass es tatsächlich jemanden gibt, einen Mann namens Miles Dyson, der diesen übrig gebliebenen Arm von Terminator aus dem ersten Teil genommen hat und den Chip und jetzt anfängt, daran zu arbeiten, was mal Skynet wird. Und sie, okay, es gibt also ein Gesicht zum Judgment Day. Und der Film heißt ja auch Terminator Judgment Day. Sie will jetzt Miles Dyson ausfindig machen und ihn umbringen. Dabei hat er gar keine bösen Absichten, er ist einfach nur ein Wissenschaftler. Und sie will ihn vor seiner Familie umbringen. Und sie zieht sich sogar eine Sonnenbrille an und hat auch so militaristische Klamotten an. Das heißt, von diesem Zeitpunkt an wird Sarah Connor zu einem Terminator. Sie ist nicht, sie ist kein Roboter. Aber sie ist auf einer Mission, um jemanden auszuschalten, damit sich die Zukunft verändert. Und das ist echt heftig. Ich liebe das. Während Arnie menschlicher wird, wird Sarah mehr Terminator-like. Das finde ich, das ist einfach wundervoll geschrieben, kann man nicht anders sagen. Und sie geht da rein, schießt ihm tatsächlich in den Arm, aber kann es dann letztendlich nicht durchziehen. Weil sie halt trotzdem menschlich ist. Sie ist ja kein Monster. Und Arnie und John rasen ihr hinterher und dann klären sie auch Miles Dyson auf. Es gibt diese eine Szene, wo sie zum Beispiel sagt, Männer wie ihr habt die Atombombe erschaffen und so weiter. Ihr wisst nicht, wie es ist, Leben in diese Welt zu setzen, es in sich zu tragen. Und da ist auch das Thema der Mutterschaft, das ist ganz, ganz wichtig im Vordergrund, was echt schön ist. Ich gucke dich erneut an Terminator Dark Fate.
der komplett auf Sarah Connors Charakter scheißt. Ich hasse es. Aber ja, diese Szene ist erneut wundervoll. Und Miles Dyson sieht einen, oh mein Gott, ich bin für was verantwortlich? Ja, ich werde direkt morgen kündigen. Und dann sagen die auch, kündigen reicht nicht. Wir müssen da reingehen und alles zerstören, deine ganze Arbeit zerstören, damit Skynet nie existieren wird. Und er sieht es ein. Und das Krasse ist, wenn Arnie ihn aufklärt, gibt es diese Szene, wo er sich den Arm aufschneidet, diesen menschlichen Arm abzieht und darunter ist dieses Endoskelett. Das ist auch ein praktischer Effekt. Ich meine, einfach holy shit, diese Sequenz. Ich so, wie haben sie das gemacht? Es ist unglaublich. Und sie gehen dann da rein, um alles zu detonieren. Aber parallel kommt schon überall die Polizei an. Es gibt diese unfassbare Shootout-Sequenz, wo Arnie mit der Minigun auf alles ballert. Und erneut, das ist alles echt, was wir sehen. Das sind Polizeiwagen, die in die Luft gehen. Und Arnie achtet aber darauf, niemanden umzubringen, was ich auch sehr cool finde. Und der T-1000 wird auch langsam darauf aufmerksam, kommt in einem Helikopter an und will die sich schnappen. Und Miles Dyson wird letztendlich tödlich verwundet bei einer Shootout-Sequenz mit den Polizisten. Und mit seinem letzten Atem geht der Detonator los und er jagt das ganze Gebäude in die Luft. Das heißt, ja, Miles Dyson stirbt tatsächlich einen Heldentod, indem er Skynet erstmal verhindert. Aber ja, dann geht natürlich die Verfolgungsjagd weiter und erneut der T-1000 in einem Helikopter jagt einem Van hinterher und es ist so choreografiert, dass er mal über eine Brücke fliegt, unter eine Brücke fliegt. Das ist alles echt, das sehen wir wirklich und danach gibt es sogar die Explosion mit dem Helikopter. Das ist echt, das ist... Mann, Hollywood sollte sich heutzutage schämen, was uns geboten wird, während wir das 1991 bekommen haben. Das ist unglaublich. Wenn ein Arnie rausspringt auf den Truck vom T-1000 und ihm immer wieder in die Fresse schießt und den Wagen auch noch umhaut und dann friert der T-1000 ein wegen diesen ganzen Gasen. Was ist es? Wegen diesem ganzen Stickstoff, ja. Und er trotzdem weiterläuft, aber immer mehr zerbricht und dann haben wir einfach Kinogold, wenn Arnie sagt, hasta la vista, baby, auf ihn schießen, der zerfällt einfach in 10.000 Teile, aber wir wissen ja, er wird sich gleich wieder zusammenbauen, deswegen müssen die jetzt wieder fliehen, rennen so ein Stahlwerk und der T-1000 jagt ihn dann natürlich hinterher und Arnie sieht mittlerweile auch so krass aus, sein Gesicht ist schon immer mehr Endoskelett, weil er auch von der Polizei so häufig angeschossen wurde, diese Maskenarbeit, ich habe keine Worte dafür, ich habe einfach keine Worte dafür, wie gut das aussieht. Wirklich. Es ist unglaublich. Und jeder hat da auch so seinen Moment. Sarah wird tatsächlich wie zu Kyle Reese. Sie wird zwar verwundet vom T-1000, der sie auch durchbohrt durch die Schulter. Und sie schnappt sich diese Shotgun. Mit einer Hand schießt sie immer auf ihn und sie macht ihn sogar fast tot. Das ist der Kyle Reese-Moment aus T-800. Der wird jetzt ihr gegeben. Weil sie ist fucking badass und sie ist auch bereit zu sterben. Ist ihr Sohn. Für den stirbt sie. Für die Zukunft stirbt sie. Aber wenn sie den so ein bisschen nochmal verwunden kann, wird sie es tun. Und dann gibt es diesen finalen Fight zwischen Arnie und dem T-1000. Arnie hat überhaupt keine Chance. Ihm wird der Arsch versohlt. Ohne Ende. Und es sieht auch so aus, als wäre er tot, nachdem er so durchbohrt wird mit so einem Stab. Aber sein Emergency-Programm geht wieder an. Und da haben wir auch noch diese Terminator-Musik, die das erste Mal heldenhaft klingt, was ich auch ziemlich geil finde. Und während Sarah die Munition ausgeht, kommt Arnie Last Minute und schießt eine Granate auf den T-1000, der zerplatzt. Und selbst dieser zerplatzte T-1000, das wusste ich bis vor kurzem nicht, ist ein praktischer Effekt. Das ist unglaublich. Selbst das ist ein praktischer Effekt. Und er fällt rein in dieses flüssige Metall. Das kann ihn wirklich vernichten. Und das Besondere ist, er probiert halt wirklich alles, um sich erneut zu adaptieren. Er verwandelt sich kurz wieder in die Pflegemam von John, dann in diesen Wächter, den er umgebracht hat. Stichwaffen, nichts hilft ihm. Er geht einfach auf. Also er löst sich auf in dieser flüssigen... Es sieht aus wie Lava, es ist aber keine Lava, das ist flüssiges Metall. Und Sarah so, oh mein Gott, es ist vorbei. Und Arnie guckt die beiden an. Es ist auch so witzig, er sagt, I need a vacation. Ich so, der hat wirklich gelernt, was es heißt, menschlich zu sein. Und er, no, it's not over. There's one more chip. And it needs to be destroyed also. Und ja, dann möchte er, dass Sarah ihn umbringt. Weil nur so wird diese Zukunft wirklich, wirklich verhindert. Und John fängt an zu heulen, weil das ist das Nächste, was er je hatte zu einem Vater. Und tatsächlich nimmt er den Terminator in den Arm und der Terminator nimmt ihm den Arm und sagt, I know now why you cry, there's something I can never do. I'm sorry, John, I'm sorry. Und dann lässt er sich da
er lässt sich da runterdrücken in diese Lava und geht langsam auf. Das Letzte, was er macht, ist, den noch einen Thumbs up geben. Und danach ist es wirklich vorbei. Der Arm des ersten Terminators wird reingeworfen. Dieser Chip wird reingeworfen. Aber mir ist aufgefallen, Arnie hat ja wieder einen Arm verloren in dieser hydraulischen Presse, als er gegen den T-1000 gekämpft hat. Also eigentlich sollte es noch einen Arm geben. Sarah und John, ihr solltet da hingehen und auch das reinschmeißen. Ja, aber das ist es. Selbst Sarah schüttelt ihm davor die Hand und hat jetzt so einen neu gewonnenen Respekt und sagt halt auch in ihrem Voice-Over, unter all den schlechten Vaterfiguren, die John je hatte, ist es ausgerechnet ein Terminator gewesen, der am väterlichsten und menschlichsten zu ihm war. Also das heißt, wenn ein Terminator den Wert des menschlichen Lebens lernen kann, vielleicht können wir das auch. Und das ist halt das eine Ende, da sehen wir dann wieder so einfach den Highway und Sarahs Voice-Over und das endet mit einer sehr optimistischen Note. Und es gibt tatsächlich das Director's Cut-Ende, das finde ich besser, weil das hat dann die ganze Reihe beendet. Wir sehen dann tatsächlich 1997, der Tag, wo Judgment Day eintreffen sollte. Sarah ist älter, sie führt immer noch ihr Logbuch, alles ist schön. Sie ist tatsächlich auf dem Spielplatz, auf dem sie war, in ihrem Albtraum. Und John ist mittlerweile verheiratet, hat ein kleines Kind und alles ist happy. Es ist das ultimative Happy End. Dafür hat man sich nicht entschieden, weil man hat halt die Tür aufgelassen für weitere Fortsetzungen. Zu denen komme ich nächstes Mal. Und damit beende ich mein Rewatch zu Terminator 2. Ich muss sagen, in dem Film stimmt alles. Die Performances durch die Bank weg durch sind großartig. Arnie als Terminator-Held, der Wahnsinn. Er spielt auch wirklich gut. Edward Furlong eine richtige Errungenschaft als Jugenddarsteller. Robert Patrick. So creepy. So creepy, weil er so menschlich ist. Es ist ein Terminator, der nicht wirkt wie eine Maschine. Es ist die Antithese zu Arnie. Der Film hat zwar eine ähnliche Formel wie Teil 1, das heißt Good Guy-Zeitreisender, Bad Guy-Zeitreisender, wir müssen dich finden und die Zukunft entweder vernichten oder retten. Aber weil sie die Rollen so häufig vertauscht haben und so viel aus diesem Konzept rausgeholt haben, fühlt es sich so frisch an. Und er fühlt sich auch größer an. Und größer ist nicht immer besser, aber in dem Fall finde ich schon besser, weil es wird zu einem Epos, das trotzdem auf dem ersten Teil aufbaut und ihn nie leugnet. Und Sarah Connor, über Sarah Connor habe ich so viel gesprochen, sie ist in diesem Film einfach nur eine absolute Wucht. Linda Hamilton verdient diesen ganzen Respekt, der ihr entgegengebracht wird, weil sie war so stark in diesem Film. Die Performances sind gut, die Charaktere sind tiefer, die praktischen Effekte sind revolutionär. Selbst die Computereffekte sind revolutionär für die Zeit und halten sich auch überraschend gut. Wenn der T-1000 einfach nur so aussieht wie flüssiges Metall. Ich habe ihn gesehen in Genesis. Das sieht kein bisschen besser aus, all die Jahre später. Das heißt, für damals absolut revolutionär. Der Score ist fantastisch, die Setpieces sind fantastisch, das Pacing ist fantastisch und obwohl der Film echt lang ist, langweilt man sich nicht eine Minute. Und zum Schluss, wenn Arnie stirbt, ist man traurig. Man ist traurig, dass der Charakter stirbt, vor dem man sich im ersten Teil eingeschissen hat. Das ist so ein bisschen wie, wenn man die Star Wars Trilogie guckt und am Ende von Teil 3 Vader stirbt, da ist man jedes Mal ein bisschen traurig. Denkt man sich, wow, auf einmal bin ich traurig, dass Vader tot ist. Dabei war er doch das ultimative Böse. Und das ist echt gut geschrieben. Ich liebe diesen Film mit allem, was ich habe. Und es ist eines der besten Sequels aller Zeiten. Fuck, es ist einer der besten Filme aller Zeiten. Es ist mein persönlicher Lieblings-Cameron-Film. Und ich habe nicht sowas wie ein Rating, ich gebe ja nie Noten, aber das wäre eine 1 oder eine 10 von 10, weil das einfach nur ein absolutes Meisterwerk ist. Terminator 2 hält sich immer noch wundervoll und ich wünschte, ich würde jetzt sagen, dass ich mit dem Rewatch komplett fertig bin. Bin ich nicht, jetzt kommen ja noch die Sequels. Und es geht wieder bergab. Aber ja, das sind meine Gedanken zu Terminator 2. Jetzt frage ich euch, seid ihr auch solche Fans wie ich oder findet ihr ihn mittlerweile überbewertet? Schreibt es mir in die Kommentare. Und das Angebot zu Manscaped findet ihr in der Beschreibung. So, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.